Es geht um Orient, ne? Es geht um alten Orient, also Osmanisches Reich. 1880, da gab es das noch, aber 20 Jahre, 30 Jahre später war es vorbei. Aber das war so der alte Orient, den wir so kennen, also aus den Märchen und aus den Träumen. Da gab es auch Sultan und Haremsdamen und so. Und es geht um den real existierenden Orient, weil es geht um Türkei, Ägypten und Marokko. Es geht um eine deutsche Märchenerzählerin, die in Istanbul aufgewachsen ist und sich da dann Faszination der Märchenerzähler, die es damals gab im Osmanischen Reich, die mit den Karawanen gezogen sind, ne? Denen ist sie erlegen. Sie ist dann mit denen geritten, als Mann verkleidet, weil als Frau war das nicht möglich. Und ist dann selber Märchenerzähler geworden, immer als Mann verkleidet, in der Türkei. Ne, hat sie in den Karawansereien Märchen erzählt. Und ist später in Deutschland, im Zweiten Weltkrieg, hat sie an der Front deutschen Soldaten türkische Märchen erzählt. Das ist, diese Lebensgeschichte hat mich sehr fasziniert. Ne? Ich habe erst ein Märchen von ihr gelesen und war davon komplett fasziniert. Und dann erfuhr ich, wer das geschrieben hat. Und aus ihrem Leben und den Märchen wollte ich immer einen Film machen. Und es hatte halt dann auch, dass jedem, den ich davon erzählte, entweder schenkte mir der sein Geld oder die Frauen schenken mir ihr Herz. Und die mir Geld schenken, die wollten immer ein Drehbuch sehen. Und das ist eigentlich die Handlung. Ich wollte das Drehbuch zuerst in Ägypten schreiben. Da hat es nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. In Marokko, da hat es nicht funktioniert. Es waren immer ganz andere Gründe, aber ich habe jedes Mal auch den Vorschuss komplett in den Sand gesetzt und so weiter. Ich reise ja durch diese Länder und beschreibe praktisch, was mich daran gehindert hat, dieses Drehbuch zu machen. Ne, es ist meine Geschichte mit ihr, mit dieser längst verstorbenen alten Märchenerzählerin. Das ist eine Geschichte, die so fast 30 Jahre dauert. Als ich es dann selber schrieb, wurde mir plötzlich klar, hey, also hast du eigentlich das Märchen gefressen 30 Jahre vorher oder hat das Märchen dich gefressen? Weil wie so ein Voodoo-Märchen, wo ich das Leben des Heldes, also ohne dass ich es mitbekam, einfach dann plötzlich geführt hatte. Schreiben ist das eine und Lesung ist nochmal ein ganz anderes Medium. Ja, da nimmst du das Buch, was du geschrieben hast und baust daraus praktisch nochmal etwas Neues. Und das ergibt sich prinzipiell für mich immer erst im Kontakt mit dem Publikum. Weil da merke ich immer, wo die drauf eingehen, wo sie nicht drauf eingehen oder ja, so. Und darum ist die erste Lesung für mich großes nervöses Potenzial sozusagen, weil ich das Buch noch gar nicht im Griff habe. Ich habe mich nie jetzt in dem Sinne vorbereitet, dass ich zu Hause mit einer Stoppuhr saß und Teile las oder so. Ich habe mehr Vertrauen in die Spontanität. Das ist auch oft sehr gut, aber es macht mich dann halt auch sehr, sehr nervös vorher. Ne? Und gerade bei der ersten. Ich habe jetzt dreimal gelesen, nachdem es rauskam. Ja. Und es hat mich jedes Mal, am Schluss war ich auf dem fliegenden Teppich. Und das ist so auch mein Wunsch, dass so es dem Leser geht. Ne?